Hallo und herzlich willkommen zu meiner Bachelor-Abschlusspräsentation in Betreuung von Harald Stäber. Während der Pandemie habe ich mich sehr stark mit dem Thema Isolation beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, dass das Wort bei dem einen oder anderen das Gefühl von Beklemmung auslöst. Bei mir war es genauso. Deswegen habe ich mir des Öfteren die Frage gestellt, ob es vielleicht auch neben der negativen Isolation auch eine positive Art gibt, sich abzukapseln. Braucht es dafür einen physischen Raum oder kann man sich ebenfalls nur virtuell abkapseln? Welche Dinge und Gefühlszustände bringen einen Menschen überhaupt dazu, sich isolieren zu wollen? Danach habe ich versucht, alle Fragen zu komprimieren und nur auf eine zu reduzieren. Und heraus kam, wie kommt man zur Ruhe, wenn die Ruhe an sich manchmal so unerträglich sein kann? Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Dennoch habe ich versucht, eine Antwort wie auch eine Lösung auf meine Fragen zu finden und Möglichkeiten herausgesucht, wie man sich nicht nur negativ isolieren kann. Fangen wir mal direkt mit einem extremen Beispiel an, was bestimmt der ein oder andere in einer vielleicht harmloseren Form erlebt hat. Die Rede ist von Hikikomori. Hikikomori bedeutet Rückzug und Menschen, die unter Hikikomori leiden, schließen sich über mehrere Monate oder sogar Jahre zu Hause ein und schotten sich komplett von ihrer Außenwelt ab, um in ihrer selbstgewählten Isolation zu leben. Grund dafür ist der gesellschaftliche Leistungsdruck in Japan. Aber nicht nur in Japan lässt sich das Phänomen wiederfinden. Auch in Deutschland gilt jeder achte Jugendliche als sozialphobisch und durch Corona leider steigt die Anzahl der Fälle. Aber gehen wir mal wieder zurück ins Jahr 1922, bevor Corona überhaupt sein Unwesen getrieben hat. Nämlich die Amerikanerin Emma Reid hatte eine raffinierte Idee, sich zu isolieren, was sich ebenfalls positiv gegenüber der Gesundheit bemerkbar machte. Sie erfand das Baby Cage, ein Käfig, welchen man am Balkon anbringen kann, um die Gesundheit der Stadtkinder durch Frischluft zu fördern. Aber wem das Ganze noch nicht zu so waghalsig ist, kann sich auch noch anderweitig isolieren, zum Beispiel mit Drogen. Mir kam die Idee, den Raum in Form einer Kapsel umzufunktionieren, sodass man bestimmte Sinne bewusst abschalten kann, um wortwörtlich abzuschalten. Wie wäre es denn, wenn man für eine gewisse Dauer nicht reden, sehen, hören oder schmecken könnte? Man kapselt einfach seine Sinne von der Außenwelt ab, damit man den Sinnesreizen entgehen kann, die einen manchmal unbewusst zu Dingen verleiten, die man gar nicht will, wie zum Beispiel unaufhaltsamen Konsum. Oder reicht es vielleicht schon vollkommen aus, einen virtuellen Raum zu haben, den man überall mit hinnehmen kann, um sich immersiv von dem Alltagstumult zu distanzieren? Mit diesen Themen wie auch Ideen habe ich mich auseinandergesetzt und analysiert, welche Begriffe mir am meisten im Kopf geblieben sind. Das war dann die Kapsel und sich abkapseln. Aus diesen zwei Begriffen bildete ich ein Wort und so entstand die Abkapsel. Ich hatte mich irgendwann selber gefragt, was mich dazu anregen könnte, Isolation für mich schmackhaft zu machen. Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zum Beispiel gehören die Vorliebe zu Pflanzen und das bewusste Musikhören. Ich empfinde die Verschmelzung beider Komponenten Musik, Klang und die Natur als sehr entspannt, sodass ich mich gerne in diesem Zustand positiv abkapseln möchte. Das gleiche Empfinden habe ich, wenn ich ein Instrument spiele. Man fusioniert mit dem Instrument und vergisst für eine Weile den Alltag. Diese spezielle Art von Interaktion möchte ich erschaffen. Nur, wie kann man die Musik mit der Natur verbinden? Die Lösung seht ihr jetzt.
Das war meine Form, sich abzukapseln, beziehungsweise so ist Symbiosis entstanden. Was genau ist eigentlich Symbiosis? Symbiosis ist ein audiovisuelles interaktives Produkt, eine Art Sampler in Form eines Klanggartens. Wie der Name vielleicht schon verraten mag, handelt es sich hierbei um einen Garten, der bestimmte Atmosphären erzeugen kann. Der signifikante Klang entsteht durch verschiedene Pflanzen, die man je nach Belieben in seine Plattform stecken kann. Jede Pflanze trägt nicht nur einen Klang, sondern auch eine Emotion in sich. Durch das Zusammenstellen dieser Pflanzen erklingt eine atmosphärische Klanglandschaft. Dieser Garten dient zur Entspannung und schafft einen Raum der Ruhe, in dem man sich so lange aufhalten kann, wie man möchte, wodurch eine positive Isolation hervorgerufen wird. Symbiosis dient als Zufluchtsort, den jeder individuell je nach Gefühlslage gestalten kann, um für eine gewisse Zeit dem Alltag zu entfliehen. Ich habe insgesamt 18 Pflanzen erstellt, die jeweils drei Emotionen zeigen. Und jede Emotion, wie die Euphorie, die Meditation, die Reflexion, werden in sechs Pflanzenarten kategorisiert. Und eine davon trägt zum Beispiel diesen Klang. Das war die Emotion Euphorie. Jetzt zeige ich euch noch eine Emotion, die Meditation, und dazu gibt es diesen Klang. Und zu guter Letzt die letzte Emotion, die Reflexion. Genau. Je nachdem, welche Pflanzen man setzt, entstehen ganz individuelle Klänge, da die Pflanzen sich gegenseitig beeinflussen können, womit sehr viele Variationsmöglichkeiten gegeben sind. Zusammen mit Ravimundo haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir zu den drei Emotionen drei individuelle Soundscapes erstellen können. Dabei sollen organische, abstrakte Klangumgebungen entstehen. Hier nochmal die Reflexion und die Euphorie. Und so sieht das Ganze in der Umsetzung aus. Das ist die Emotion Meditation. Hier sieht man, wie sich die zwei Pflanzen gegeneinander beeinflussen.
Das ist die Emotion Reflexion. Sie hat nochmal ein ganz anderes Klangbild, sodass sich die zwei Klangbilder voneinander unterscheiden. Und zu guter Letzt die letzte Emotion, die Euphorie. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich nochmal persönlich bedanken für die gute Beratung und für die Unterstützung. Und genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass das eine Lösung sein kann, sich positiv zu isolieren. Zumindest sich etwas gesünder zu isolieren als die letzten Jahre. Bis bald.